Frank Richter arbeitet in der Luftbildauswertung des Kampfmittelräumdienstes. In Oranienburg liegen besonders viele Bomben und Munitionsreste unter der Erde. Daher muss vor jedem Bauvorhaben das Gebiet untersucht werden. Wir untersuchen die Stelle gerade, weil die Stadt dort einen neuen Weg bauen will. Und das hier haben wir uns schon das Luftbild rausgesucht. Und hier ist der komplette Luise-Henriette-Steg. Und da sind links und rechts ein paar und auch mittendrauf ein paar Belastungen zu erkennen. Für die Analyse verwendet er Luftaufnahmen der Alliierten aus dem Zweiten Weltkrieg. Erst seit 30 Jahren sind die zuvor geheimen Bildarchive zugänglich. Luftbilder wurden vor, während und nach dieser strategischen Bombardierung gemacht. Und davor hat man geguckt, was man kaputt machen kann. Danach hat man geguckt, was kaputt gegangen ist. Diese Bilder vergleicht der Auswerter. Entdeckt er viele Krater, ist statistisch ein Blindgänger zu vermuten. Ein kleiner Punkt deutet darauf hin, dass eine Bombe eingeschlagen, aber nicht explodiert ist. Ein sogenannter Vermutungspunkt. An dem Luise-Henriette-Steg erwarten Sie, was ich, die Auswirkung von, was ich, 1, 2, 3, 4, 5 Bombentrichtern und einem Vermutungspunkt. Die werden da Splitter finden und dann eben vielleicht eine Bombe. Gut 6 Wochen vor der deutschen Kapitulation startet die US Air Force mit 612 B-17-Bombern eine besonders wichtige Mission. Ihr Ziel, 25 Kilometer nördlich von Berlin, die Auerwerke in Oranienburg. Hier bauen die Nazis an der Atombombe. Ende 1944 stießen die Geheimdienste auf Informationen, dass eine deutsche Fabrik in Oranienburg die radioaktiven Metalle Uran und Thorium verarbeitete. Sie gingen sofort zur amerikanischen Luftwaffe und sagten, wir brauchen einen Bombenangriff, um diese Fabrik zu zerstören. Die chemischen Elemente bilden die Grundlage für den Bau einer Atombombe. Mit fast 6000 Bomben beenden die Alliierten den Albtraum von einer deutschen Nuklearwaffe. Sie warfen eine Menge Bomben mit Langzeitzündern ab, um sicher zu sein, dass die Bomben zuerst das Fabrikdach durchdringen und im Inneren der Fabrik ankommen, um später dort zu explodieren. Von diesem Betrieb wollten sie jede Spur auslöschen. Die Angst vor verzögerten Detonationen hält jeden davon ab, die Fabrik zu betreten. Oft ist ja schon nach 1, 2 Tagen sind die Straßenbahnen wieder intakt gewesen. Wenn ich dann immer noch Bomben habe, die detonieren, und da gräbt das auch die öffentliche Moral, ist eine große Gefahr. Hohe Menschenopfer sind auch oft die Folge. Doch viele dieser heimtückischen Bomben drehen sich im weichen Sandboden. Die Säure trifft nicht ihr Ziel. Die Zündung verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Niemand kann sagen, wann die Bombe jetzt explodieren wird. Aus meiner Sicht gehört das mit zu den gefährlichsten Kampfmitteln, die man heute noch findet. Der chemische Zündzünder ist im Vergleich zu einem mechanischen Zünder sehr viel risikoreicher. Und dann weiß ich, dass ich hier aber auch so gut wie keine Erschütterung mir erlauben darf. Genau so eine Bombe vermutet der Kampfmittelräumdienst in Oranienburg. 173 Bomben hat André Müller schon entschärft, 55 davon mit Langzeitzünder. Na, die Spannung ist doch vorhanden, weil wir nicht wissen, Punkt 1, ist es eine Bombe? Wir gehen bloß davon aus. Punkt 2, in welchem Zustand ist die Bombe? Wir müssen ja immer davon ausgehen, dass es zu einer Selbstdetonation kommen kann. Da, wo die Luftauswertung einen Blindgänger vermutet, haben sie ein verdächtiges Objekt geortet, eine Anomalie. Ist es eine Bombe mit Langzeitzünder, könnte sie jederzeit explodieren. Das sichere Todesurteil für jeden, der nicht mindestens 90 Meter entfernt ist. Vorsichtig graben sie sich in die Tiefe, um das Objekt zu identifizieren. Wir sind jetzt im Prinzip 4 Meter runter. Die Anomalie wird bei 4,50 Meter vermutet. Das heißt, wir sind einen halben Meter ungefähr über dem Objekt. Ab sofort dürfen weder Bagger noch Schaufeln eingesetzt werden. Jegliche Bewegung an der Bombe müssen wir vermeiden. Wir müssen Temperaturschwankungen vermeiden. Der Worst Case wäre, dass die Bombe explodiert, was nicht gut wäre. Bei den letzten Zentimetern ist daher besondere Vorsicht gefragt. Nur noch eine dünne Sandschicht trennt den Sprengmeister von der tödlichen Bombe.
Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Oranienburg beginnt seinen Einsatz. Gestern haben sie den Verdachtspunkt als amerikanische Weltkriegsbombe identifiziert. 250 Kilo schwer, mit gefährlichem Langzeitzünder. Untersuchungen der Langzeitzünder haben ergeben, dass die immer empfindlicher werden. Bei ca. 40% aller Zünder muss man davon ausgehen, dass sie hochempfindlich bis zur Selbstdetonation neigend eingestuft wurden. Die Entschärfer dürfen keine Zeit verlieren und machen sich auf den Weg. Gleichzeitig beginnt die Evakuierung. Achten Sie! 12.000 Menschen müssen den Sperrkreis 900 Meter um die Bombe herum verlassen. So weit könnten die Metallsplitter fliegen. 3 Stunden später kommt das entscheidende Signal. Evakuierung abgeschlossen. Jetzt ist der 66-Jährige alleine mit der Bombe. Die Entschärfung kann beginnen. Die Nachrichten, Michael Bottlick. Guten Morgen, Sarah. Die 250-Kilo-Bombe hat noch einen scharfen Langzeitzünder und der muss entschärft werden. 12.000 Menschen müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Viele Kitas, Schulen und Ämter in Oranienburg bleiben mindestens für die Zeit der Entschärfung geschlossen. Auch der Bahnverkehr ist unterbrochen. Entwarnung. Die Bombe ist entschärft. Die Menschen können zurück in ihre Häuser. Der Sprengmeister stellt sich der Presse. Nee, als Held nicht. Wir machen nur unsere Arbeit. Wir sind jetzt einfach nur zufrieden, dass wir diese Bombe heute entschärft haben und damit Gefahr in diesem Gebiet hier erstmal gebannt haben. Wir vermuten noch ca. 300 Bomben im Boden von Oranienburg. Das heißt, wir in der Mannschaft, die wir heute vor Ort waren, erleben das Ende der Bombensuche hier nicht. Die wird sich also noch über Jahrzehnte hinziehen. In Brandenburg gibt es daher unter den Kampfmittelräumern ein Sprichwort. Nach der Bombe ist vor der Bombe.